Leute, 2018 ist schon wieder vorbei. Heute bekommt ihr mal so einen kleinen Rückblick, wie René, viele kennen ihn ja bisher nur hinter der Kamera. Heute könnt ihr ihn mal vor der Kamera sehen. Guten Tag. Weil die Kamera heute relativ statisch ein Standbild zeigen wird, nur mit uns davor. Deswegen wollen wir euch zusammen heute mal nochmal zum Abschluss des Jahres 2018 so ein bisschen einen Rückblick von dem Jahr geben. Es wird keine Technik geben, so viel vorab schon mal. Wir quatschen wirklich rein nur über unseren YouTube-Channel und wollen euch so einfach ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen, was in den letzten Monaten so passiert ist. Genau. Ich bringe erstmal die harten Fakten gleich am Anfang. Das erste Video haben wir hochgeladen am 30.07. Das ist jetzt 4,5 Monate her. An der Stelle kann ich vielleicht noch mal kurz erklären, warum wir damals überhaupt mit den Videos angefangen haben. Also was heißt damals? Es ist ja eigentlich erst 4 Monate her. Ja. Und ich wollte damals gar nicht unbedingt jetzt irgendwie einen großen Channel aufbauen oder dadurch Werbung machen können oder dadurch bekannt werden, sondern nein, viele wissen ja, dass ich selber also tätig bin mit dem Handel von Tuningteilen, und es ist halt leider seit 1-2 Jahren so, dass dieser Markt zurückgeht. Und ich bin der Meinung, das liegt daran, dass die Leute einfach nicht mehr das Interesse daran haben, solche krassen Umbauten zu machen. Und deswegen kamen wir irgendwann dann auf die Idee, ey, Philipp, du schraubst so viel krasses Zeug zusammen, genau solche Sachen braucht man und genau solche Sachen müssen die Leute auch sehen können. Und deswegen haben wir uns dann überlegt, ey, lass uns doch einfach mal anfangen und das Ganze, was wir eh machen, weil unsere ganzen Videos sind, ich sag jetzt mal, zu 80% keine gestellten Videos, sondern sind wirklich immer Filme aus dem Alltag, wo wir halt wirklich diese Umbauten an diese technischen Sachen vornehmen. Ne? Gerade bei Limo ist eh klar und bei den ganzen anderen Projekten ist das auch klar. So sind wir dann eigentlich dazu gekommen, solche Videos zu machen. Ein weiterer Grund, warum wir diese Videos angefangen haben, ist einfach, dass ich habe ja vorher nur Livestreams gemacht und ein schlechter Punkt von diesen Livestreams war halt immer, dass die Qualität leider nur in 360p war und immer und immer und immer wieder kamen Kommentare, ey, mach das Ganze doch mal auf YouTube, sodass du die Qualität halt einfach gesteigert werden konnte. Ne? Ja. So, nun nochmal zu den Fakten. Also, seit 4,5 Monaten machen wir jetzt ungefähr diese Videos. In dieser Zeit, was schätzt du, wie viele Videos haben wir geschafft? René ist nicht vorbereitet, ich habe ihn diese Fragen nicht gefragt vorher. 25. Mhm. Hätte ich jetzt auch eigentlich getippt, aber nee, es waren 53. So viel schon? 53 Videos haben wir schon geschafft. So, ne? Das heißt, im Schnitt sind wir bei 3 Videos die Woche, was schon, glaube ich, keine schlechte Zeit ist. Glaube ich auch, ja. Wobei, stopp, nee, jetzt habe ich mich im Kopf gerade verrechnet. 4,5 Monate sind demnach 18 Wochen, sind wir also sogar, doch, ist richtig, 3 Videos die Woche. Kam mir selber auch gerade ein bisschen viel vor, ist aber tatsächlich so. Ich denke, weil wir jetzt ja auf der Essen Motor Show 10 Tage durchgehend ein Video gemacht haben, das wird den Schnitt am Ende wieder ein bisschen gepusht haben. Ne? Hm. So, also 53 Videos in 4,5 Monaten. So, was schätzt du in Summe, wie viele Aufrufe diese Videos in Summe zusammen haben? Ich habe vor kurzem erst geguckt, also nur diese 53 oder ja. Das weiß ich nicht. Also, okay, jetzt muss dazu sagen, dieser YouTube-Channel ist ja eigentlich kein neuer Channel. Ich hatte diesen Channel ja schon vorher. Es gab allerdings nicht ein einziges moderiertes Video. Mhm. Das waren alles nur so 10, 20, 30 Sekunden GoPro-Clips, die ich einfach irgendwann auf irgendwelchen Events von der Limo gemacht habe oder irgendwelche alten Facebook-Livestreams, die wir da hochgeladen hatten. Ne? Aber inklusive den alten Videos zusammen, was schätzt du, wie viele Aufrufe wir in diesen 4 Monaten generiert haben? Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, waren 4 Millionen, aber auf dem gesamten Kanal. Mhm. Also wir haben es tatsächlich geschafft, in diesen 4,5 Monate über 5 Millionen Aufrufe sogar zu generieren schon. Das ist gut. Das sind, wenn wir jetzt mal die alten Videos außen vor lassen, sind das sogar tatsächlich über 100.000 Aufrufe pro Video. Mhm. Denke ich, kommt auch so Pi mal Daumen hin. Jetzt kommt die allerkrasseste Zahl. Wir machen ja relativ lange Videos. Das heißt, wir haben keine Videos, wo die Leute nur 3 Minuten gucken, sondern unsere Videos sind im Schnitt so 20 Minuten ungefähr. Was schätzt du, wenn wir aus diesen 4,5 Monaten die Wiedergabezeit zusammenrechnen, also quasi wie lange in Summe Leute unsere Videos geguckt haben, was dort für eine Zeit entsteht?
Absolut, kann ich das nicht einschätzen. 190 Jahre. Das ist heftig. Das heißt, in diesen 4,5 Monaten haben in Summe, also wenn man die gleiche Zeit gucken wollen würde, müsste man sich jetzt 190 Jahre lang hinsetzen und durchgehende Channel gucken, um auf diese Zeit zu kommen. Mhm. So viel erstmal vorab. Ich denke, nach diesen 50 Videos können wir solche Zahlen schon präsentieren. Ich hoffe, das wird jetzt irgendwie nicht falsch verstanden, aber wir haben beide nicht damit gerechnet anfangs. Nee. So, wir waren zwar wirklich von Anfang an bemüht, bestmögliche Qualität zu bringen, weil ich habe mir immer gesagt, ich habe das auch immer wieder zu René gesagt, wenn wir mit dieser Sache anfangen, dann müssen wir vom ersten Tag an ähnlich zu meinen Projekten geile Qualität bringen. Und so sind wir auch in die Sache eingestiegen und haben wirklich nach kürzester Zeit gemerkt, dass wir ein bisschen neues Equipment brauchen, haben nochmal eine neue Kamera gekauft, neues Objektiv gekauft, haben an dem Ton gearbeitet und. Dadurch ist es ja auch insgesamt besser geworden. Denke ich auch definitiv. Ne? Ja. Aber in Summe glaube ich schon, dass wir mit diesen Zahlen auf jeden Fall zufrieden sein können. Ne? Denke ich auch, ja. Am allergeilsten ist natürlich zusätzlich jetzt noch die Quote, wie euch diese Videos gefallen. Mhm. Man muss jetzt ja wirklich dazu sagen, bei diesen 53 Videos war wirklich nicht ein Video dabei, was irgendwie mal falsch angekommen ist oder einfach von euch nicht geliked wurde. Finde ich auch persönlich, das erfreut mich natürlich am meisten, weil mir persönlich ist wichtiger, dass euch dieser Inhalt gefällt, als wie oft es jetzt sich angeguckt wird. Ja. So, also wir richten unsere Videos immer nach, ich sag jetzt mal, nach dem Inhalt und nach dem, was ihr sehen wollt, aus und machen nicht wie viele andere irgendwelche Clickbaits in das Thumbnail rein oder ähnliches, sondern wir bleiben halt wirklich immer bei unserem Kern, bis auf Essen Motorshow, da war es ein bisschen anders, aber sonst versuchen wir ja schon in Summe bei unserer krassen Technik zu bleiben. Wir werden auch 2019 in der Hinsicht weitermachen und werden da weiter Gas geben. Ja. So, das war es jetzt erstmal schon mal zu den harten Fakten. Jetzt kommen wir mal zu ein paar anderen Punkten. Zum Beispiel, was ist dein Lieblingsvideo? Mein Lieblingsvideo? Also sowohl welches Video gefällt dir vom Ergebnis her am besten und welches Video hat dir am meisten Spaß gemacht zu drehen? Boah, da musste ich erstmal die ganzen Videos im Kopf durchgehen. Auch Bauchrosse. Limo-Prüfstand war für mich sehr interessant, weil das vom Drehen her, am Prüfstand zu stehen, ich hatte schon ein bisschen Angst. ja, generell, also das fand ich geil. War beste. Ja. Von der technischen Seite her, wie es gefilmt wurde, nicht so aufwendig, sage ich mal, aber generell das Gesamtpaket mit dem, wie ich mich dabei gefühlt habe, war schon... Du hast gerade schon einen ganz guten Punkt gesagt, du kanntest das bisher noch nicht. Nein. Wie ist das für dich jetzt so, ich sag jetzt mal, in so eine Szene reinzuwachsen? Weil man muss ja schon sagen, mein Team und ich, wir sind ja alle schon eine ziemlich eingeschworene Truppe. Ja. So, weil man muss einfach einen weg haben, um so viel zu schrauben. Definitiv. Und so viele Wochenenden auf irgendwelchen Events zu verbringen. Wie ist das für dich jetzt so? Erklär mal ein bisschen aus dem Bauch heraus, wie sich für dich so die letzten 4-5 Monate entwickelt haben. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Also ich kannte die Szene mit Race 1000 und sowas zum Beispiel, kann ich gar nicht. Da haben wir uns übrigens kennengelernt, erste Race 1000. Ja. Hatte René nämlich damals von uns ein Video angefertigt, also von Alus quasi. Und so haben wir uns kennengelernt. Wird mit der Zeit bestimmt für den einen oder anderen auch interessant sein. Ja, ich kannte das halt gar nicht und ich habe immer mehr jetzt gemerkt, dass das eigentlich genau meine Welt ist. Mhm. Und ja, momentan lebe ich mein Leben und, also, oder ich lebe meinen Traum. So. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ne? Mhm. Es ist cool, es macht Spaß, zur Arbeit zu kommen. Sitzt man auch gerne mal ein bisschen länger. Das ist ein anderer Punkt. Leider sieht unsere Drehzeit immer ein bisschen, das entspricht nicht so dem normalen Tagesablauf. Nein. Weil in meinem Alltag ist es leider nicht möglich, zwischen 10 und 16 Uhr ein Video zu drehen. Das klappt eigentlich nie. Und das auf jeden Fall nochmal an der Stelle ein großes Dankeschön an René. Normalerweise filmen wir wirklich zu den unchristlichen Uhrzeiten. Sei es Sonntagabends in Lübeck, sei es so wie gestern Nacht bei mir in der Halle bis 23 Uhr. Da waren ja wirklich schon viele Abende dabei, wo wir wirklich erst am nächsten Morgen wieder zurückgekommen sind. Ne? Mhm.
Dann die Zeit auf der Essen Motor Show war natürlich auch nicht ohne. Jeden Tag ein Video vor Ort, zu filmen, zu schneiden, online zu stellen und das wirklich am Stück. Ja. War halt auch ein bisschen Action, ne? Stimmt. Was war für dich die größte Herausforderung? Was ich die größte Herausforderung, ich sag mal, wo ich am meisten Angst vor hatte, war das Lambo-Video, was wir gedreht haben, das allererste, weil das ja quasi sozusagen mein Bewerbungsvideo war. Da habe ich mir Sachen ausgemalt, die ich gerne gedreht haben wollen würde, und es ist komplett anders geworden. Cool, aber halt komplett anders. Ne? Und sonst aus irgendwie technischer Hinsicht irgendwelche Herausforderungen? Es gibt immer wieder Herausforderungen, ja, weil also ich filme ja schon ein bisschen länger und normalerweise drehe ich Szenen genau. Und in diesem YouTube-Bereich ist das halt nicht möglich, gerade wenn du was erklärst. Die Kamera fokussiert zwar sehr gut, aber sie kommt halt nicht hinterher. Ne? Und das ist... Ich glaube, auch eine große Herausforderung dabei bin definitiv ich. Ja. Weil ich habe immer ein ganz genaues Bild im Kopf, wie ich das Video gerne hätte. Das Problem ist, unsere Videos sind halt alle immer meistens spontan. Das heißt, wir können da jetzt nicht groß einen Drehplan und so weiter schreiben. Ne? Und ich glaube schon, dass das definitiv auch mit der Zeit eine Herausforderung war, da so auf einen Nenner zu kommen, ja, dass wir am Ende das gefilmt haben, wie ich es auch gerne hätte. Ne? Mhm, genau. Ja, ich persönlich... Ich hoffe, es interessiert euch. Mein Lieblingsvideo war eigentlich das Video, wo wir oben im Lambo-Raum waren und ich quasi den Antriebsstrang vom Lambo vorgestellt habe. Mhm. So, das war noch relativ am Anfang. Aber ich, dadurch, dass ich an diesem Projekt einfach so intensiv seit 2-3 Jahren arbeite, fiel es mir einfach sowas von leicht, diese 30 Minuten einfach aus dem Bauch heraus über die ganzen Teile zu quatschen. Ne? Ohne Pause. Ohne Pause, ohne Schnitt, weil das einfach alles, ich sag jetzt mal, Teile waren, die wir über die Zeit angefertigt haben, die ich in- und auswendig kenne. Und es war halt einfach, es war mir halt ein Hochgenuss, diese Teile euch allen einmal vorzustellen. Für mich cool an so welchen Videos ist, dass ich das Gefühl habe, ich könnte in 2 Jahren meinen Meister machen, ohne vorher mit der Materie überhaupt was zu tun gehabt zu haben, weil ich mir das so oft angucke beim Schneiden, ja, dass ich dir das quasi selbst erklären könnte. Das heißt, du selber lernst durch die Videos auch technisch gesehen definitiv immer was dazu. Hundertprozentig, ja. Das ist schon mal ein extrem guter Punkt, weil genau das ist ja unsere Absicht von den Videos, dass unsere Zuschauer technisch gesehen immer fitter werden und sich nach Möglichkeit selber zutrauen, sowas umzubauen. Mhm. Weil das ist das, was unsere Szene wieder nach vorne bringt, dass die Leute wieder Interesse und Bock drauf haben, solche Autos zu bauen. Ja, ja, 2018. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Videos gesprochen, jetzt haben wir ein bisschen über das Drehen gesprochen, ein paar Fakten auf den Tisch geknallt. Irgendwas, was du noch loswerden willst? Wie stellst du dir 2019 vor? Es geht jetzt ja quasi nächste Woche schon wieder los mit den nächsten Videos. Auch wenn es mir schwer fällt, momentan daran zu glauben, weil es schon extrem geil ist, aber ich hoffe, es wird noch geiler. Ah, okay. Also ich weiß auf jeden Fall, was ich mir wünschen würde für 2019. Und zwar hoffe ich einfach, dass wir 2019 zwei Punkte. A, auf mit diesem Team auf noch mehr Events, ja, filmen können. Weil das Problem ist, diese Event-Leidenschaft, früher kommen wir ja alle aus einer Szene, wo wir immer auf der Straße rumgefahren sind. Jetzt hat sich das so ein bisschen verlagert. Man hängt mehr auf Events rum. Die Leute sagen immer, oh, ich habe nicht die Zeit zum Event zu fahren und. Das Problem ist, ihr wisst einfach nicht, was ihr auf diesen Events verpasst. Weil klar ist es ein Zeitaufwand, 200-300 Kilometer zu so einem Event zu fahren und wieder nach Hause zu fahren. Aber es ist halt extrem cool, wenn man wirklich selber mit dabei ist. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass wir während diesen Jahres von den ganzen Events, mir fallen aus dem Bauch raus bestimmt 10, 15, 20 Events ein, wo wir wieder sein werden, dort auch richtig, richtig coole Videos hinbekommen, die in eine ganz andere Richtung gehen, die jetzt nicht so technisch sind, sondern die so mehr das Team, das Leben, die Veranstaltung, die Action und so weiter zeigen. Mhm. Wird nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil wir uns da schon so ein paar Sachen im Kopf überlegt haben, wie wir das Ganze gerne umsetzen würden. Aber ich denke, das könnte auf jeden Fall auch geil werden. Gerade weil wir hoffentlich mit zahlreichen Fahrzeugen vor Ort sein werden und man so halt wirklich eine coole Mischung zusammenbekommen, ja, sollte. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt wäre, ich würde natürlich liebend gerne mehr im Ausland filmen. Das wäre nicht schlecht. Dubai zum Beispiel.
Dubai, der Jimmy von PP Performance hat uns ja eingeladen, dass wir mal nach Dubai kommen. Eigentlich wären wir gerne mit Paul in die USA geflogen. Der ist allerdings mit seinem Auto nicht fertig geworden. Ja. Wird bestimmt irgendwann nochmal fertig werden. Ja, und dann gibt es ja schon noch, im Wörthersee steht ja noch aus. Wir überlegen uns aktuell so ein cooles Konzept für den Wörthersee. Dann auf jeden Fall Essen Motorshow wieder nächstes Jahr. Definitiv, ja. Anfang Januar geht es direkt weiter. Wir sind auf der Tuning-Messe in Erfurt, beziehungsweise Automobilmesse Erfurt heißt die. Die wird bestimmt auch ganz cool. Und ja, zieh mal ein Schlussfazit über 2018. In wenigen Sätzen. In wenigen Sätzen. Ein Pro, ein Contra. Contra ist die Zeit, die dafür echt drauf geht. Mhm. Ich glaube, das sehen die Leute gar nicht, was an Zeit hinter diesen Videos steckt. Stimme ich dir zu 100% zu. Weil ich kann mich zum Beispiel an eine Sache erinnern, da fahren wir 1000 Kilometer und drehen 20 Minuten. Mhm. Ja. Das ist halt sehr zeitaufwendig. Cool, ja, mit den Leuten, mit denen man sich umgibt, in der Szene, in der man ist. Mhm. Ist das, was ich wollte, für mich persönlich. Okay. Selbst da decken sich unsere Interessen aber auch wieder. Ich hätte jetzt auch gesagt, als wir mit den Videos vor 4 Monaten angefangen haben, hätte ich auch nicht gedacht, dass das so zeitintensiv wird. Mhm. Gerade weil es halt eben zum Alltag dazu ist. Ich mache halt nicht Vollzeit alltäglich diese Videos, sondern halt nur in der freien Zeit. Und ja, der Zeitfaktor ist schon wirklich brutal. Ja. Deswegen passiert auch meistens immer alles am Wochenende. Und ja, aber was ich besonders, also was mich am meisten erfreut, ist, dass durch solche Sachen wie Essen Motorshow, dass das Team an sich halt aber auch so krass zusammengeschweißt wird. Ja, das fand ich auch sehr gut. Ja. Also wir hatten wirklich so viel Spaß auf dieser Essen Motorshow. Da muss ich auch ehrlich immer sagen, man denkt, es wäre Arbeit, aber unterm Strich geht es auch dann wiederum fast als Urlaub oder Freizeit durch. Ne? Es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Nein. Genau, weil es halt einfach Spaß macht. Ne? Ja, genau. Ja, dann wünschen wir euch allen auf jeden Fall einen guten Rutsch ins Jahr 2019. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle auf dem neuesten Stand und habt ein bisschen Einblick in unseren Channel. Wir geben 2019 auf jeden Fall weiter Gas. Genau. Freuen uns drauf, dass ihr hoffentlich weiter kommentiert, reinklickt, abonniert, die Glocke drückt. Genau, die Glocke nicht vergessen. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen, sei es positiv oder negativ, habt, einfach ruhig immer in die Kommentare reinballern. Wir gucken uns das an und versuchen auch wirklich bestmöglich darauf einzugehen und das Ganze dann umzusetzen. Ne? Genau. Ja, dann guten Rutsch und wir sehen uns 2019. Ciao.